Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau des dritten Spieltages in der NFL-Saison 2015. Ja, fangen wir an mit dem Donnerstag-Nachtspiel und zwar, ja, empfangen da die New York Giants die Washington Redskins, ein Duell in der NFC East und ja, die New York Giants sind hier unter Zugzwang, sind mit zwei Niederlagen gestartet, müssen hier jetzt eigentlich gewinnen. Gegen die Redskins sind auch sicherlich leicht favorisiert, aber die Redskins haben in den ersten beiden Spielen wirklich gut gespielt, haben im ersten Spiel nur knapp gegen die Dolphins verloren und dann ja im zweiten Spiel alle überrascht und die Rams geschlagen, welche ja in der ersten Woche die Seahawks noch geschlagen haben. Also durchaus ja eine gute Performance der Redskins. Ja, trotzdem für mich die Giants hier ja doch der Favorit. Sie sind unter Druck, sie müssen hier gewinnen. Sie haben auch, auch wenn sie zweimal verloren haben, es waren zwei sehr knappe Niederlagen gegen Dallas und Atlanta. Und ich glaube, diesmal ja werden sie hier als Sieger vom Platz gehen. Ja, die Giants sind mit 3 Punkten favorisiert. Ja, könnte eng werden. Deswegen ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Redskins dann ja trotz der Niederlage das covern werden. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Sonntag um 19 Uhr. Ja, da empfangen die Dallas Cowboys die Atlanta Falcons. Ja, beide mit zwei Siegen gestartet, sehr gut, aber auf Seiten von Dallas große Verletzungsprobleme. Quarterback Tony Romo wird nicht spielen wegen eines Schlüsselbeinbruchs und auch Wide Receiver Des Bryant. Und ja, das ist natürlich bitter für die Cowboys, zwei sehr wichtige Ausfälle. Auf der anderen Seite, die Falcons sind eigentlich ja sehr fit. Und ja, die Falcons wirklich sehr gut in die Saison gestartet, auch mit zwei Siegen, was jetzt nicht ja, unbedingt viele erwartet haben. Unter anderem gegen Philadelphia und zuletzt bei den New York Giants. Ja, es ist das zweite Auswärtsspiel in Folge jetzt für die Falcons. Sicherlich keine einfache Situation, aber ja, aufgrund der Verletzungsprobleme bei Dallas muss ich dann doch hier Atlanta favorisieren. Ansonsten hätte ich, glaube ich, ja, Dallas auf einen Sieger Dallas getippt, aber in dem Fall ja aufgrund des Ausfalls von Tony Romo und Des Bryant muss ich hier auf die Atlanta Falcons tippen. Ja, die Falcons sind auch mit einem Punkt favorisiert und deswegen glaube ich auch, dass sie das covern werden. Ja, kommen wir dann zum nächsten Duell und zwar zu den Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals, ein Duell aus der AFC North. Und ja, wenn man sich die Bilanzen anschaut, die Bengals mit zwei Siegen gestartet, die Ravens mit zwei Niederlagen, ja, sind eigentlich die Bengals der klare Favorit, aber ich glaube, die Ravens, ja, die sind jetzt natürlich sehr unter Druck. Sie dürfen den Rückstand auf die Bengals nicht größer werden lassen bei einer Niederlage. Wir haben schon drei ja, Siege dahinter und es wäre natürlich sehr schwer aufzuholen hier für die Ravens. Deswegen glaube ich, auch wenn sie in den ersten beiden Spielen ja doch Probleme hatten, im ersten Spiel hatten sie nur knapp gegen die Broncos verloren. Ja, und dann das zweite Spiel war doch etwas enttäuschend gegen die Raiders. Aber auch in diesem Spiel hat man dann gemerkt, ja, die Verletzung von Jarrell Suggs, ihrem besten Defensivspieler, der sich gegen die Broncos die Achillessehne gerissen hat. Ja, und der fehlt ihnen doch. Und die Bengals, muss ich sagen, haben zwei sehr solide Performances geliefert, haben die Raiders sehr deutlich geschlagen, was die Ravens nicht geschafft haben. Und ja, und zuletzt die San Diego Chargers zu Hause knapp bezwungen. Und wirken auch wie das komplettere Team. Aber wie gesagt, in der NFL ist alles möglich und die Baltimore Ravens sind zu Hause um einiges stärker. Und wie gesagt, sie müssen hier gewinnen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Deswegen glaube ich, auch wenn die ja, Vorzeichen natürlich nicht gut sind, aber ich glaube dennoch an einen Sieg der Baltimore Ravens. Ja, die Ravens sind auch mit 2,5 Punkten favorisiert. Ja, und ich glaube, die Ravens werden das dann auch covern. Ja, kommen wir dann zum nächsten Duell und zwar die Cleveland Browns empfangen die Oakland Raiders. Ja, beide in der letzten Woche doch mit etwas überraschenden Siegen. Die Browns haben die Titans geschlagen und die Raiders, habe ich ja schon angesprochen, die Baltimore Ravens. Ja, bei den Cleveland Browns, Johnny Manziel, der das letzte Spiel gespielt hat und durchaus ja, zu überzeugen wusste, wird jetzt wieder nur der Backup sein, denn der eigentliche Starter Josh McCown ist von einer Gehirnerschütterung wieder genesen und ist sofort zum Starter ernannt worden. Ja, für mich ein bisschen überraschend. Wie gesagt, Manziel hat eigentlich nicht so schlecht gespielt. Aber der Head Coach Mike Pettine will lieber den erfahrenen Josh McCown und mal sehen, wie sich das jetzt auswirkt gegen die Raiders, die auch ja, gegen die Ravens eine gute Performance abgeliefert sind. Aber jetzt müssen sie ja auswärts ran. Und ich sehe hier auf alle Fälle ja, ein sehr ausgeglichenes Duell. Und aufgrund des Heimvorteils würde ich dann doch den Browns den leichten ja, Vorteil geben. Und deswegen glaube ich, dass das ein knapper Heimsieg hier wird für die Cleveland
Browns, die auch mit 3,5 Punkten favorisiert sind. Aber da ich glaube, dass das ja eine sehr knappe Angelegenheit wird, ja, würde ich mal tippen, dass die Raiders diesen Spread covern werden. Ja, gehen weiter zum nächsten Duell und auch das ist ein Divisionsduell und so empfangen die Tennessee Titans die Indianapolis Colts. Ja, die Titans im ersten Spiel wirklich überzeugend haben gegen die Bucks gewonnen, dann aber ja, im zweiten Spiel dann doch etwas überraschend gegen die Cleveland Browns verloren und die Colts haben einen kompletten Fehlstart hingelegt mit zwei Niederlagen, zwei sehr enttäuschenden Leistungen, zum einen gegen Buffalo und dann gegen die New York Jets. Also ja, zwei Teams, die sehr defensiv stark sind und sie haben ja die Colts Offense wirklich ja, zum Erliegen gebracht. Da ging nichts und auch sehr viele Turnovers. Die Offensive Line ist ein großes Problem bei den Colts, aber jetzt ja, bei den Titans sind sie trotzdem noch der Favorit. Und ja, wenn man die letzten Jahre so schaut, die Colts haben vor allem die meisten Siege innerhalb der Division geholt. Da sind sie eigentlich sehr gut drauf. Und die Titans sind ein Divisionskonkurrent und deswegen gehe ich davon aus, dass die Colts hier ja diese Niederlagenserie stoppen werden und hier bei den Titans gewinnen werden. Ja, die Colts sind mit 3 Punkten favorisiert und ja, ich glaube, die werden das auch covern, diese 3 Punkte. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar zu den St. Louis Rams gegen die Pittsburgh Steelers. Ja, beide mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Ja, die Rams sehr schwer auszurechnen. Sie haben ja im ersten Spiel nach Overtime die Seahawks besiegt, aber dann ja, gegen die Redskins verloren. Und auf der anderen Seite die Steelers haben gegen die Patriots verloren, was sicherlich keine Schande ist. Und dann haben sie die 49ers demontiert. Ja, was auf alle Fälle zu sehen war, die Steelers Offense ist wirklich sehr stark. Ja, und jetzt kommt ihr Running Back. Le'Veon Bell kommt nach der 2-Spiele-Sperre wieder zurück, ist auf alle Fälle ein Vorteil. Aber muss auch sagen, die Rams Defense bis jetzt eigentlich auch sehr gut. Und bei den Steelers ja immer noch Center Marquise Pouncey verletzt. Das könnte natürlich eine Schwachstelle hier sein für die Steelers. Aber ich glaube, die Offense der Steelers ist zurzeit einfach zu stark, als dass auch die Rams hier dagegen halten können. Und deswegen, ja, glaube ich, dass die Steelers hier einen Auswärtssieg hier bei den St. Louis Rams feiern werden. Ja, die Rams sind sogar mit einem Punkt favorisiert. Ja, und da ich auf einen Sieg des Steelers setze, glaube ich auf alle Fälle, dass die Steelers hier diesen Spread dann covern werden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar die Minnesota Vikings empfangen die San Diego Chargers. Ja, auch das ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet sind. Ja, die Vikings zum Auftakt mit einer enttäuschenden, deutlichen Niederlage in San Francisco, aber dann zuletzt konnten sie die Detroit Lions schlagen. Und die Chargers, die im ersten Spiel die Lions geschlagen haben, nach einem Comeback, sind dann im zweiten Spiel nur knapp den Bengals unterlegen. Auch hier sehe ich auf alle Fälle ein sehr ausgeglichenes Duell zwischen zwei Mannschaften, die ja sehr gut sind und durchaus Chancen haben auf die Playoffs, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, ein Sieg wäre hier für beide Mannschaften ganz, ganz wichtig. Aber ja, da die Minnesota Vikings zu Hause spielen, ja, und Adrian Peterson hat im letzten Spiel, ist schon so langsam wieder in Form gekommen und ich glaube, ja, das wird ausschlaggebend sein hier für die Minnesota Vikings und deswegen tippe ich hier auf einen knappen Sieg der Vikings gegen die Chargers. Ja, die Vikings sind mit 2,5 Punkten favorisiert und ja, ich glaube, sie covern das auch, diesen Spread. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar die New England Patriots empfangen die Jacksonville Jaguars. Ja, hier sind die Vorzeichen eigentlich ganz klar. Die Patriots klarer Favorit sind souverän mit 2 Siegen gestartet. Und ja, Jacksonville muss man sagen, hat ja im ersten Spiel zwar gegen die Carolina Panthers verloren, aber im zweiten Spiel dann ja beim Sieg gegen die Miami Dolphins doch überzeugt. Und ja, sie haben gezeigt, dass sie da durchaus besser sind als letzte Saison, aber trotzdem bei den Patriots wird es meiner Meinung nach nichts zu holen geben. Die Patriots werden hier auf alle Fälle gewinnen. Ja, die Patriots sind mit 13,5 Punkten favorisiert. Sind sehr viele Punkte. Deswegen, ich glaube, dass es ein bisschen zu hoch ist. Und deswegen glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars diesen Spread covern werden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Und zwar die Carolina Panthers empfangen die New Orleans Saints. Ja, die Panthers mit 2:0 gestartet. Unter anderem mit Siegen gegen Jacksonville und Houston. Waren sicherlich nicht die stärksten Gegner, aber die Defensive der Panthers hat auf alle Fälle in diesem Spiel überzeugt.
Ja, Linebacker Luke Kuechly wird wahrscheinlich noch fehlen wegen einer Gehirnerschütterung. Und auf der anderen Seite die Saints, ich habe es ja schon angesprochen, Quarterback Drew Brees angeschlagen mit einer Schulterverletzung, aber wie es aussieht, wird er wahrscheinlich spielen können. Aber die Frage ist natürlich, wie effektiv wird er sein, denn vor allem im Spiel gegen Tampa Bay hat er nicht gut ausgesehen, man hat ihm angemerkt, er ist wirklich nicht bei 100% und ja, jetzt geht es gegen die starke Defense der Panthers und ich befürchte, ja, dass es hier für die Saints nicht reichen wird und dass sie hier mit 0 zu 3 starten werden. Denn meiner Meinung nach werden die Panthers hier das Spiel gegen die Saints gewinnen. Ja, aktuell ist noch kein Spread draußen, da wie gesagt es noch nicht zu 100% fix ist, ob Quarterback Drew Brees spielen wird, aber die Panthers sind auf alle Fälle favorisiert und deswegen, ja, glaube ich auch, dass sie auf alle Fälle covern werden. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell und zwar die New York Jets empfangen die Philadelphia Eagles. Ja, auch hier die Vorzeichen ganz klar, was man sich wahrscheinlich vor der Saison nicht gedacht hätte, denn ja, vor der Saison hätten wahrscheinlich alle auf die Eagles getippt, aber ja, es ist genau anders gekommen. Die New York Jets mit 2 Siegen gestartet, wirklich sehr überzeugend, unter anderem gegen die Browns und zuletzt gegen die Colts. Und in beiden Spielen hat die Defense sehr stark gespielt und die Jets, muss man mittlerweile sagen, eine der Top-Defenses in der Liga. Jetzt mit Darrell Revis und Antonio Cromartie. Und ja, und jetzt kommen die Eagles, die ja vor der Saison durchaus als einer der Favoriten gewesen waren in der NFC East, aber ja, mit 2 Niederlagen gestartet in Atlanta und jetzt zuletzt in Dallas. Und ja, die Niederlage in Dallas war wirklich sehr enttäuschend. Offensiv ging da bei den Eagles überhaupt nichts. Ja, die Offensive Line sehr schlecht gespielt, auch Quarterback Sam Bradford mit Problemen. Und auch Neuzugang Running Back DeMarco Murray, ja, konnte überhaupt nicht keine Yards erlaufen. Und jetzt geht es gegen diese starke Jets-Defense. Und ja, wie schon gesagt, so schnell kann sich das ändern. Die Jets eigentlich auf dem Papier klarer Favorit. Und ich glaube auch, dass sie das gewinnen werden. Die Eagles müssen sich wirklich gehörig steigern, falls sie dann noch eine Chance haben wollen. Und ja, wie gesagt, für mich die Jets sind der Favorit. Sie sind auch mit 1,5 Punkten favorisiert und ja, ich glaube, sie werden das auch covern. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar die Houston Texans empfangen die Tampa Bay Buccaneers. Ja, auch hier die Houston Texans mit 2 Niederlagen gestartet, im ersten Spiel gegen Kansas City unterlegen und dann im zweiten Spiel den Panthers, also durchaus zwei sehr guten Mannschaften. Ja, und das größte Problem bei den Houston Texans ist natürlich die Quarterback-Position. Im ersten Spiel Brian Hoyer nicht überzeugt, dann im zweiten Spiel hat Ryan Mallett gespielt, auch er konnte nicht überzeugen. Und ja, das ist jetzt das Problem der Texans, dass sie zwar eine sehr gute Defense haben, aber die Offense aufgrund des Quarterbacks-Problems einfach nicht ja, genug Punkte aufs Board bringen kann, um den Texans da ja wirklich dass sie da gefährlich werden, aber jetzt kommt mit Tampa Bay ein Team, das sie durchaus schlagen können. Die Buccaneers im ersten Spiel waren deutlich unterlegen den Titans, aber dann im zweiten Spiel haben sie bei den Saints überrascht, haben natürlich profitiert, dass Drew Brees da nicht sehr gut drauf war, aber nichtsdestotrotz eine sehr solide Performance und ja, jetzt müssen sie zum zweiten Mal hintereinander auswärts ran, was nicht leicht ist, vor allem nicht für einen Rookie-Quarterback und ja, deswegen glaube ich, dass die Texans hier ihren ersten Saisonsieg feiern werden. Und hier die Tampa Bay Buccaneers schlagen. Ja, die Houston Texans sind auch mit 6,5 Punkten favorisiert. Ist jetzt ja schon ein bisschen viel für ein Team, das offensiv nicht so stark ist, aber trotzdem glaube ich, dass sie das covern werden. Ja, kommen wir dann zu dem Spiel, das um 22:05 Uhr stattfinden wird und zwar. Ja, empfangen da die Arizona Cardinals, die San Francisco 49ers, ein Divisionsduell. Ja, die Cardinals sehr souverän in die Saison gestartet mit 2 Siegen gegen die Saints und dann bei den Bears. Und vor allem die Offense hat wirklich sehr überzeugend gespielt, hat viele Punkte aufs Board gebracht. Ja, und jetzt kommen die 49ers, die zwei sehr unterschiedliche Spiele gehabt haben. Im ersten Spiel gegen die Vikings sehr überzeugend gespielt, die Defense war stark. Aber dann im zweiten Spiel war man dann den Steelers ja doch hoffnungslos unterlegen, ziemlich klare Niederlage erlitten. Ja, in diesem Spiel muss man ganz klar sagen, die Arizona Cardinals sind hier der Favorit. Ja, die 49ers, wie gesagt, wenn sie so spielen wie im ersten Spiel, glaube ich, haben sie vielleicht eine Chance, das Spiel eng zu halten. Aber wenn sie so spielen wie gegen Pittsburgh, könnte auch das sehr schnell schon entschieden sein. Ich gehe von einem Sieg der Arizona Cardinals aus. Für mich, ja, die Cardinals derzeit zu stark für die 49ers. Ja, und die Cardinals sind auch mit 6 Punkten favorisiert und ich glaube, dass sie das auch covern
werden. Ja, gehen wir dann zu den Spielen, die um 22:25 Uhr dann stattfinden. Und zwar empfangen dann die Miami Dolphins die Buffalo Bills. Beide jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. Ja, die Dolphins haben mich in ihren beiden Spielen doch enttäuscht. Ja, im ersten Spiel beim Sieg gegen die Redskins zwar gewonnen, aber doch mit viel Mühe und Not. Und dann ja, im zweiten Spiel dann gegen Jacksonville doch unterlegen. Und ja, für eine Mannschaft, die ja eigentlich um die Playoffs spielen will, doch zu wenig, muss ich sagen, in den ersten beiden Spielen. Auf der anderen Seite Buffalo im ersten Spiel sehr überzeugend gespielt gegen die Colts. Ja, da hat man defensiv sehr gut aufgezeigt. Ja, im zweiten Spiel dann gegen die Patriots war man doch unterlegen. Die Patriots waren einfach besser, aber ja, wenn ich die ersten beiden Spiele herannehme, muss ich dann doch sagen, dass mich Buffalo doch etwas mehr überzeugt hat. Und ja, auch wenn sie hier auswärts spielen, glaube ich, dass hier die Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins dann gewinnen werden. Die Dolphins sind mit 3 Punkten favorisiert und ja, deswegen glaube ich auf alle Fälle, dass die Buffalo Bills diesen Spread covern werden. Ja, das zweite Spiel dann um 22:25 Uhr ist dann Seattle gegen Chicago. Beide Teams mit 2 Niederlagen gestartet, aber ja, die Seahawks mit 2 sehr bitteren Niederlagen. Die erste nach Overtime gegen die Rams und dann zuletzt gegen die Packers, die ja auch einer der Favoriten sind. Und ja, ich denke, auch wenn die Seahawks hier mit 2 Niederlagen gestartet sind, sind sie hier der klare Favorit gegen die Bears, die erwartungsgemäß mit 2 Niederlagen gestartet sind. Und ja, bei den Bears, Starting Quarterback Jay Cutler hat sich verletzt im Spiel gegen die Cardinals, wird hier auf alle Fälle nicht spielen. Wen wird Backup Jimmy Clausen spielen? Und ja, das macht es die Aufgabe natürlich noch leichter für die Seahawks, meiner Meinung nach. Und ich gehe hier von einem klaren Sieg von den Seahawks aus. Sie sind auch mit 14 Punkten favorisiert. Ja, wie schon bei den Patriots ist doch etwas viel. Und ja, deswegen würde ich eher zu den Bears tendieren, dass sie diesen hohen Spread covern werden. Ja, kommen wir dann zum Sunday Night Game in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und zwar empfangen da die Detroit Lions, die Denver Broncos. Auch hier die Auswärtsmannschaft, die Denver Broncos eigentlich favorisiert, sind mit 2 Siegen gestartet. Auf der anderen Seite die Lions mit 2 Niederlagen. Ja, das erste Spiel gegen die Chargers haben sie nur etwas knapp und unglücklich verloren, haben nach einer großen Führung das Spiel noch aus der Hand gegeben. Ja, und dann gegen die Vikings, ja, war man doch unterlegen und hat dann dort verloren. Und ja, die Lions hier etwas unter Zugzwang, können sich sicherlich nicht keine 0-3-Start erlauben, aber jetzt kommen die Denver Broncos, die vor allem ja, in den ersten beiden Spielen defensiv überzeugt haben. Ja, in einem Defensivschlaf gegen die Ravens gewonnen und zuletzt gegen die Kansas City Chiefs viele Turnovers erzwungen, die dann ja zur Wende beigetragen haben. Die Broncos haben eigentlich schon ja ausgesehen wie der Verlierer, aber durch diese Turnovers zum Schluss haben sie das Spiel noch gedreht. Ja, war sicherlich ein bisschen Glück dabei, aber trotzdem die Broncos, auch wenn Peyton Manning nicht mehr auf Top-Niveau spielen kann, wie es aussieht, sind die Broncos hier meiner Meinung nach immer noch der Favorit bei den Lions und ich glaube, die Broncos werden dieses Spiel gewinnen. Ja, die Broncos sind auch mit 3 Punkten favorisiert und deswegen glaube ich auch, dass sie das covern werden. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel an diesem dritten Spieltag, das Monday Night Game und zwar empfangen da die Green Bay Packers, die Kansas City Chiefs. Sicherlich ein sehr gutes Spiel. Die Packers, ja, nach dem Sieg gegen die Seahawks sind sie sicherlich einer der großen Favoriten in der NFC. Und ja, mit den Kansas City Chiefs kommt durchaus ein gutes Team zu den Packers. Die Chiefs ja, sind mit einem Sieg in Houston gestartet und wie schon angesprochen, in der zweiten Runde dann eine unglückliche Niederlage gegen Denver, die man eigentlich ja selber verschuldet hat durch diese Turnovers. Ja, die Chiefs haben auf alle Fälle das Potenzial, mit den Packers mitzuhalten. Aber ich muss natürlich sagen, die Packers zurzeit. Derzeit das Maß aller Dinge, vor allem Quarterback Aaron Rodgers, ist nicht zu stoppen und ich glaube, ja, vor allem zu Hause sind die Packers kaum zu schlagen und deswegen muss man hier von einem Sieg der Green Bay Packers gegen Kansas City ausgehen. Die Packers sind auch mit 6,5 Punkten favorisiert und ich glaube, dass sie das auch covern werden. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu diesem dritten Spieltag in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, wie tippt ihr, wie glaubt ihr, werden diese Spiele ausgehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss.
euer Little Piccolo.